So, nach den Zuspielern kommen die Diagonalspieler. Ich glaube, es gibt viel zu diskutieren. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber geredet. Und deswegen bitte ab in die Kommentare mit von euch. Was denkt ihr? Wir fangen gleich mit der Nummer 5 an. Wäre schon wichtig. Schön, dass du die alle wieder haben. Ja, Hansi Kessler, neu zu 100% Quote bisher auf der Diagonalposition. Der Hansi Kessler mit einer Wurfgranate. Konstellation wieder gefunden hat. Das wird nicht gleich passieren. Oh. Aber das erste Zuspiel von Fabi Wagner. Perfekt. Der David hat auch echt starke Springer, aber schön auf dem Spieler. Boah, Schwenke. Und viel zu diskutieren. Johannes Kessler aus Mühldorf. Sehr interessante Wahl. Ist an sich ein sehr guter Spieler und auch sehr souverän. Die Frage ist halt, ob er jetzt noch ein typischer Diagonalangreifer ist, weil er nicht nicht näher, finde ich, die Athletik und die Höhe und die Durchschlagskraft eines Diagonalangreifers als typischen hat. Aber er kann halt, finde ich, gut auch über den Block drüber schlagen, auf die lange Sechs zum Beispiel. Und die, finde ich, sind sehr schwierig abzuwehren. Er hat, finde ich, keine ordentlichen Winkel mehr, aber er ist auf jeden Fall ein sehr guter Diagonalangreifer und für mich gerade so an der Grenze, ob er noch in den Top 5 drin ist oder nicht. Wobei ich nicht viel wüsste, wer stattdessen auf Platz 5 wäre. Ich glaube, man braucht nicht drüber diskutieren, dass Prime Hansi Kessler mindestens in der Diskussion ist für den besten Diagonalen der Liga. Man muss auch dazu sagen, er hat einfach jetzt quasi 3 Jahre oder noch mehr kein Volleyball gespielt und hat jetzt auch in Mühldorf nicht viele Spiele gespielt. Und deswegen finde ich es auch zu Recht, dass er da auf Platz 5 ist. Und wie du schon sagst, mir fällt jetzt auch keiner ein, wo man sagt, ja, der muss da noch vorbei. Es gibt viele, wo man drüber diskutieren kann, dass sie vielleicht auf dem Niveau sind, vor allem, weil die halt auch die gesamte Saison lang gespielt haben und Hansi Kessler halt, ich weiß nicht, wie viele Spiele, 3, 4, 5, maximal vielleicht, weil auch erst zur Hälfte der Saison nach Mühldorf gekommen ist. Und deswegen finde ich in Ordnung, dass er da auf Platz 5 gesetzt ist. Machen wir weiter. Auch wieder stark diskutabel. Aus Oelsnitz, Jonas Krug. Ich weiß nicht, ob er Top 3 ist, aber er hätte auf jeden Fall mehr Punkte verdient, weil der Abstand zwischen 5 und 4 ist gering, aber dann zu 3 ist halt ein Riesensprung. Er macht echt solide Punkte, er macht wenig Fehler und dieses halbe 4-2, das sie da in Oelsnitz spielen, das finde ich, macht ihn halt zu einem richtig, richtig guten Spieler. Ob man jetzt sagt, das macht ihn zu einem guten Diagonalspieler, ist diskutabel. Deswegen verstehe ich auch dieses Ranking, dass er nur Platz 4 ist, weil das gehört ja eigentlich nicht zu einem Diagonalspieler dazu, dass der dann irgendwann mal zuspielt. Aber ansonsten finde ich ihn auch einen richtig guten Spieler, passend zu Oelsnitz. Er ist kein krasser Spieler, der den Ball jetzt Winkel schlägt auf 3 Meter oder über den Block drüber schlägt. Wahrscheinlich verdient auf Platz 4. Ob man ihn höher ranken kann, bleibt zu diskutieren. Ich würde ihn ein bisschen höher ranken, aber auch nicht viel, weil er einfach wirklich extrem effizient ist. Er ist nicht besonders groß für den Diagonalangreifer. Er schaut nicht besonders spektakulär aus, aber er macht die Punkte und er ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil von Oelsnitz, vor allem gerade in Kombination mit einem guten Zuspieler, zumal er ja auch letzte Saison auch noch viel zugespielt hat. Da haben sie ja auch Kombinationen gespielt, manchmal 4-2, manchmal eher nur zugespielt, weiß ich nicht genau. Kann mich noch an Vorbereitungsspiele und so erinnern, wo er hauptsächlich zugespielt hat. Finde ich, dafür ist er wirklich ein sehr, sehr guter Diagonalangreifer und macht das extrem gut in der dritten Liga. Kommen wir zu den schon angesprochenen Top 3, die mit großem Abstand da oben thronen. Bronzeplatz. Oh,
geht nach München zum MTV München, Jared Channel. Ich finde, verdient Top 3 in Diagonalen, weil er meiner Meinung nach, jetzt nicht persönlich neben MTV, aber wahrscheinlich der einzige Grund ist, warum sie vor uns waren in der Tabelle und wir abgestiegen sind und nicht sie, weil er den halt die Spiele oft getragen hat. Und ich glaube, da braucht man auch nicht viel drüber diskutieren, dass er ein richtig, richtig guter Diagonalspieler ist, wenn er fit ist, weil das ist ein Hauptproblem bei ihm, dass er halt oft körperlich ein bisschen Probleme hat und teilweise nicht 100% spielen kann. Aber ich finde trotzdem, das Rückspiel, wo es quasi dann drum ging, wenn wir das gewinnen, dann haben wir eine richtig, richtig gute Ausgangsposition, nicht abzusteigen, hat er halt MTV gewonnen. Auch wenn MTV gute Spieler hat, er ist mit Abstand der halt ihnen die Spiele gewinnt. Das sehe ich auch so. Er hat vor allem eine extreme Schlaghärte und auch eine gute Höhe. Auch im Rückraum ist er gefährlich, was bei uns in der Liga nicht bei allen Diagonalangreifern so ist, aber bei den Guten dann schon. Deswegen gehört er da auch dazu, weil er da auch effektiv ist. Der einzige Punkt, wo ich sagen würde, dass er nicht so gut ist, ist, dass er viele Bälle bekommt und deswegen dann irgendwann auch die Luft ausgeht quasi. Und man weiß schon ungefähr seine Schlagrichtung. Er ist nicht besonders variabel im Angriff. Es ist trotzdem extrem schwierig, ihn zu blocken, weil er eben hoch ist und weil er trotzdem extreme Schlaghärte hat. Er schlägt dann nicht viel die Linie runter, aber trotzdem kriegt man den echt schlecht in den Griff. Also ein sehr, sehr wichtiger Spieler für MTV. Deswegen finde ich auch verdient Platz 3. Und auch wahrscheinlich nicht höher, aber auf Platz 3 finde ich eine gute Wahl von den Coaches. Platz Nummer 2 ist auch ein bisschen Abstand zu Platz 3, aber auch zu Platz 1. Aus Eibelstadt, Felix Bendikowski. Sehr erfahrener Spieler. Für mich hätte ich ihn sogar noch eins höher gerankt. Für mich ist er der beste Diagonalangreifer der Liga, weil er einfach die Spiele auch oft alleine entscheiden kann. Nicht immer muss, weil Eibelstadt auch andere gute Spieler hat. Haben wir schon bei Außen und Mitte gesehen. Aber es ist einfach ein Spieler, der den Unterschied machen kann und auch oft macht. Weil er einfach sehr, sehr schwierig zu blocken ist. Macht gute Aufschläge. Er macht sehr, sehr wenig Fehler, weil er eben so erfahren ist und weil er schon viele Jahre in der Liga spielt. Also für mich der beste Diagonalangreifer der Liga. Aber ich gehe auch vollkommen mit, dass er auf Platz 2 ist, weil der Platz 1 auch wirklich gut ist. Also stimme ich dir vollkommen zu. Für mich ist er auch wahrscheinlich der beste Diagonal der Liga. Wahrscheinlich ist er nicht so hoch in dem Ranking, weil er oft bei Auswärtsfahrten nicht dabei ist. Und dann halt, gerade wenn man dritte Liga anschaut und er ganz am Anfang mal vielleicht gegen einen gespielt hat und dann beim Rückspielen eben nicht mehr, dann kann es durchaus sein, vor allem auch, weil halt Eibelstadt durch die Bank auch richtig gute Außenangreifer hat und deswegen er nicht die Spiele unbedingt tragen muss, verstehe ich. Manche Trainer, die ihn halt nicht ganz oben sehen, aber ich gehe mit dir da völlig überein, dass er auf jeden Fall in der Diskussion für den besten Diagonalangreifer ist, vor allem, weil, wir werden jetzt gleich es hören, ist er im Vergleich zu Platz Nummer 1 deutlich, deutlich stabiler und macht viel weniger Fehler. Den angesprochenen Platz Nummer 1, von den Coaches gewählt, bester Diagonalangreifer der dritten Liga. Niklas Uhl
vom ASV Dachau. Da sind wir jetzt gespaltener Meinung. Ganz einfach von den Spielen, was ich gerade schon angesprochen habe, die sie gegen uns gespielt haben, gegen uns. Beide Spiele, kann ich mich noch gut daran erinnern, ist er MVP geworden. Hat richtig, richtig gut als Angreifer gespielt. Sowohl vorne als auch Rückraum hat er da seine Punkte gemacht. Im Block war halt ultra stabil. Aufschläge, da wirst du wahrscheinlich auch gerade noch gleich noch was dazu sagen. Das ist so sein Manko, weil das ist halt, wenn er sie trifft, klar sind sie krass, aber die Quote ist nicht die allerbeste. Ja, da finde ich, kommt es auch sehr drauf an. Also er kann beides, er kann sowohl gute Float als auch gute Springer. Gegen uns in den beiden Spielen hat er da aber sehr wenig rübergebracht insgesamt. Also selbst als er dann auf Float umgestiegen ist, sind da einfach nicht viele gekommen. Aber ich weiß, dass er sie kann und deswegen ist er für mich auch sehr weit oben mit dem Ranking dabei, weil ich früher auch mit ihm in der Mannschaft gespielt habe und deswegen auch weiß, was er kann und was er für einen Schritt gemacht hat, was er für eine Entwicklung gemacht hat. Also ist ein extrem guter Spieler, aber bei den Spielen gegen uns hat er es nicht so aufs Feld gebracht, wie er es eigentlich kann. Und deswegen würde ich ihn nicht auf die Eins setzen, aber er hat das Potenzial auf jeden Fall. Wenn er da konstanter wird, dann könnte er auch auf die Eins kommen. Also das MVP-Ranking der dritten Liga stimmt uns da auch zu. Nach Fabi Bartsch, der auf Platz 1 ist, Niklas Uhl, Platz Nummer 2. Ich würde mal behaupten, dadurch, dass er auch 9 MVP-Titel hat, war das wahrscheinlich ein Ausrutscher, dass er zweimal gleich gegen euch nicht geliefert hat. Das waren die Top 5 Diagonalangreifer der dritten Liga. Noch einmal kurz zu den Runner-Ups von den Coaches gewählt. Aus Friedberg Michael Stöcker, dann Moritz Wölz vom Meister. Danach kommt punktgleich David Forster und Jan Liebscher, einmal vom SV Schweig und einmal aus Marktredwitz. Haben wir auch schon drüber diskutiert. Ich finde auch die Runner-Ups nachvollziehbar. Ist jetzt keiner dabei, wo du sagst, das sind so richtig krasse Diagonale, die im Zweifelsfall einfach das Spiel tragen, wenn sie es tragen müssen. Und wenn du denen den Ball gibst, machen die halt den Punkt. Das sind alles solide Spieler. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, diese Top 5. Wie man dann in Top 5 des rankt, ist diskutabel. Haben wir jetzt auch zur Genüge, glaube ich, schon diskutiert. Deswegen, falls ihr uns dazu stimmt oder auch den Coaches zustimmt, schreibt doch euer Diagonalspieler-Ranking in die Kommentare. Falls die Coaches einen komplett vergessen haben, dann ab in die Kommentare damit. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Da geht's um die Liberos. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch gerne auch noch die anderen Videos an. Top Außen, Top Mittel und Top Zuspieler haben wir schon gemacht. Checkt die auch nochmal aus und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.